So, herzlich willkommen zu einem Ersteindrucksvideo zum Spiel Age of Innovation. Ich hatte mich ja sehr auf dieses Spiel auch gefreut, denn wenn ihr mein Top 10 All-Time Strategievideo gesehen habt, sind Gaia-Projekt / Terra Mystica auf meiner Nummer 1 All-Time sozusagen. Und Age of Innovation ist ein Spiel vom gleichen Designer, und zwar von Helge Ostertag, der sich daran gesetzt hat, um Terra Mystica so ein bisschen zu, ja, erweitern, würde ich erstmal sagen. Wie wir das Spiel gefunden haben, seht ihr natürlich noch am Ende. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Vorweg, es ist wieder 1 bis 5 Spieler, hat mit 4,23 eine sehr hohe Einstiegshürde, hat aber schon bei 288 Ratings eine 8,8 Bewertung. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und ja, steigen wir mal ein, um zu gucken auch, was hat sich so ein bisschen geändert, wie hat sich das Spiel für uns angefühlt. Wir haben zu dritt gespielt. Diesmal war der Matze mit dabei. Es gibt auf der Karte, es gibt eine Vor- und Rückseite. 1 bis 3 Spiele haben wir gespielt. Ich nutze mal so ein bisschen immer so einen Stift, damit ihr vielleicht ein bisschen sehen könnt, was ich meine. Vielleicht auch mal eine andere Farbe. 1 bis 3 Spiele auf der Rückseite ist bis zu 5 spielbar. Also hier ein bisschen enger alles, als ein bisschen kompetitiver. Neu ist, wir haben jetzt so Bücher, Aktionen, überhaupt Bücher, mit denen man etwas machen kann. Und wie ihr seht, es gibt auch neutrale Gebäude. Die neutralen Gebäude finde ich persönlich sehr gut. Denn das Problem, was ich bei Terra Mystica und Gaia-Projekt immer hatte, ist, wenn man mehrere Städte gründen möchte, da musste man wirklich sehr, 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 sehr gut darauf aufpassen, dass ihr alle Gebäude auch nutzt, um dann später auch vielleicht eine vierte, vielleicht sogar fünfte Stadtgründung hinzubekommen. Das war gar nicht so leicht. Und mit den neutralen Gebäuden habt ihr die Möglichkeit, jetzt Stadtgründungen besser zu forcieren, ohne jetzt euch Gedanken zu machen, in welche Reihenfolge ihr jetzt Gebäude setzen müsst, dass ihr am Ende auch noch genug Gebäude habt, um das überhaupt zu realisieren. Das ist schon mal gut. Das Spiel an sich allgemein hat sehr, sehr, sehr viel von Terra Mystica. Wir haben hier diese runden Plättchen, und das Ganze sieht ja auf optisch ähnlich aus. Das heißt jetzt alles ein bisschen anders. Das sind jetzt zum Beispiel Schulen. Vorher waren das Tempel, jetzt sind es Schulen. Genau. Gucken wir mal weiter. Wir haben jetzt so ein Spielertableau. Neu ist es jetzt, dass ihr hier jetzt seht, wir haben jetzt solche Charakter, die ihr zusammen mit dem Tableau euch ja sozusagen erdraften könnt. Will heißen, ihr pickt euch ein Set, das zeige ich euch mal hier. Ihr pickt euch ein Set aus Karte, das wäre jetzt die braune Fraktion, einen Charakter plus ein Startplättchen. Und das Ganze ist dann eben so aufgebaut, dass ihr dann eben hier so ein Plättchen halt eben habt, den Charakter platziert ihr hier rein. Und und dann halt eben dazu. Also jetzt wäre es jetzt zum Beispiel die Wüstenphilosophen. Das hätten dann auch die, keine Ahnung, Bergphilosophen sein können. Neu ist auch, wir haben jetzt solche Palastfähigkeiten. Wenn ihr euren Palast baut, könnt ihr aus einer bestimmten Anzahl von Palastfähigkeiten aussuchen und sie euch dann hier reintun. Das ist dann eine Fähigkeit, die ihr dann bis zum Ende des Spiels besitzt. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Es gibt immer Spielanzahl +2 von diesen Plättchen, die ausliegend sind. Und ihr könnt hier euch dann für euren Charakter picken. So. Auch neu sind jetzt diese rechten Plättchen hier. Das ist dann jetzt im Prinzip, die kann man sich holen, wenn ihr Bücher besitzt. Abhängig von welcher
ja, von der, ist abhängig von der Anzahl an Büchern und auch von der Farbe, könnt ihr euch solche Plättchen holen. Die sind auch immer zufällig. Da liegen dann immer so ein paar aus. Gleiches gilt für die Palastplättchen. Da gibt es immer mehr. Also das ändert sich jedes Mal auch. Und die kann man sich dann kaufen und die haben halt so einen Bonus. Er zum Beispiel sagt aus, man bekommt 5 Geldeinkommen und ihr könnt so eine neutrale Gilde, wie es jetzt hier heißt, ins Spiel bringen. Oder hier heißt es, ihr bekommt eine neutrale Schule und bekommt so ein Plättchen hier. Das sind jetzt sozusagen die neuen Tempelplättchen, die es in Terra Mystica gegeben hat, sehen jetzt so aus. Also hier gibt es auch eine sehr hohe Varianz. Das Ganze hier, was ihr hier seht, könnt ihr auch noch draften. Also auch möglich. Ihr könnt sagen, ihr draftet erstmal die Landschaft, dann die Person und dann halt vielleicht das Plättchen. Mit dem Draft haben wir noch nicht experimentiert, wird aber noch passieren. Genau, jetzt seht ihr hier noch einfach mal das ist jetzt sozusagen diese Leiste, die ihr mit diesen Schulen hier bekommen könnt. Baut ihr eine Schule, nehmt euch eine von diesen Plättchen. Abhängig davon, welches Plättchen ihr nimmt, bekommt ihr auch immer hier so ein Zusatzeinkommen-Häkchen, einmalig. Entweder sind das Steps auf der sogenannten Wissenschaftsleiste, heißt sie, glaube ich, oder ihr bekommt Bücher und Wissenschaft. Ihr seht, es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wo was liegt, bekommt ihr unterschiedliche Sachen. Und hier oben finden sich diese einmal oder diese Fähigkeiten, die ihr mit den Büchern kaufen könnt. Und ihr seht ja auch schon mal, ihr benötigt zum Beispiel 2 gelbe Bücher und 3 neutrale Bücher, um euch so ein Plättchen zu holen. Wenn ihr noch keinen Palast gebaut habt, müsst ihr auch noch 5 Geld zahlen. Das ist also nicht ganz günstig gewesen. Okay, gucken wir mal weiter. Ja, das ist die klassische Tempelleiste oder Wissenschaftsleiste auch. Die ist wie ähnlich wie bei Terra Mystica auch. Der Unterschied ist jetzt, ihr habt jetzt diese Schlüsselsymbole früher. Vorher war es so, wenn ich mich nicht komplett irre, dass der Schlüssel hier vorne war, um oben reinzukommen, braucht ihr ein Schlüsselsymbol und bekommt ihr die Sache. War zumindest bei Galbrecht so. Bei Terra Mystica ist das Ganze jetzt, dass ihr das ein bisschen vorher nutzen müsst und ihr habt dann hier so eine Schwelle, wo ihr dann jeweils auch nochmal Einkommen verschiedenartig pro Leiste noch erhalten könnt. Und hier ganz klar, wie auch bei Terra Mystica, derjenige, der weit oben ist, bekommt am Ende halt 8, der zweite 4, der dritte 2 Punkte. Genau, so. Was ist jetzt unser erster Eindruck zu dem Spiel? Ich wollte nochmal einen kleinen Eindruck bringen, wo der Unterschied nochmal liegt und euch nochmal das Ganze nochmal zeigen, denn es ist nicht ganz unwichtig, denn der größte Knackpunkt meiner Meinung nach an dem Spiel schon im ersten Mal ist es, wir kannten Terra Mystica und wir haben sehr viele Spiele von Gaia Project auch gespielt, von beiden Spielen. Aber wer das Spiel nicht kennt, der muss sich wirklich ordentlich reinfuchsen, denn das bringt hier so viele Komponenten mit, so viele verschiedene Sachen, die man sich erstmal überlegen muss, wie das Spiel funktioniert, dass wir Glück hatten, dass wir die beiden Spiele schon kannten, dass jetzt dieser Zusatz jetzt auch schon nicht wenig war, aber wir hatten halt eben diesen Wissensvorsprung, der uns jetzt die Partie noch ein bisschen leichter gemacht hat, natürlich. Und das Zweite ist, neben der vielleicht sehr schweren Einstiegshürde, ist die Downtime. Die erhöht sich meiner Meinung nach dramatisch nach oben. Denn ihr habt ja die Möglichkeit, ja jetzt diese Sachen hier zu picken. Ja, angenommen, sowas liegt hier aus. Braun, so ein Plättchen und der Typ. Da müsst ihr euch bei den allen Völkern, also alle Kombinationen erstmal durchgucken. Wie funktioniert das? Ist das gerade gut für das, was als Plättchen vielleicht hier ausliegt oder hier oben ausliegt oder für die Palastplättchen, die ausliegen? Man muss also schon am Anfang des Spiels schon, wenn ihr euch so ein bisschen Gedanken macht, kann das eine halbe, dreiviertel Stunde nur dauern, um erstmal überhaupt ein Volk zu picken, um nicht hier gleich am Anfang des Spiels schon verloren zu haben, weil das irgendwie auf dem Board vielleicht nichts macht. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt einfach länger dauert, bis das Spiel überhaupt erstmal anfängt. Genau. Und dann habt ihr jetzt bei diesem Spiel einfach viel, viel, viel mehr Optionen.
Also diese Palastplättchen zu wählen ist erstmal etwas, das muss man sich überlegen. Dann diese Plättchen zu wählen ist auch etwas, was man überlegen muss, welche nehme ich davon, wenn ich darauf überhaupt gehe. Will ich überhaupt auf Bücher gehen? Das ist jetzt so eine neue Ressource. Muss ich nicht machen. Ja. Welche von diesen Plättchen möchte ich mir holen? In welcher und solche Sachen. Ja, also es ist jedes Mal nochmal abhängig. Und jedes Spiel ist eben auch anders, weil auch andere Komponenten, entweder diese Plättchen, die sind zwar immer gleich, also da gibt es einen Stapel übrigens von vier. Wenn ihr jetzt so fünf spielt, würde der fünfte Spieler keinen von diesen Plättchen mehr bekommen. Wenn ihr zu viert oder zu dritt spielt, das haben sie so ein bisschen an Gaia-Projekt angeglichen, dann gibt es da kein Race drauf. Es gab mal so ein, bei Terra Mystica, weiß ich noch, da gab es so ein, ja, dieses Plättchen, wenn ihr ein Haus baut, bekommt ihr zwei Siegpunkte. Da gab es genau drei Stück von. Und wenn ihr zu fünf spielt, haben die ersten drei das bekommen, die anderen beiden nicht. Und das war immer gut, dieses Plättchen. Das ist jetzt zumindest ein bisschen entschlackt worden, indem es heißt, okay, die ersten vier bekommst du auf jeden Fall. Und wenn ihr das Spiel zu fünf spielt, dann hat eben einer eventuell Pech, weil es alle drauf gehen. Aber das ist jetzt nicht mehr, das ist ein bisschen weniger competitive. Aber es ist halt eben wichtig, auch in welcher Zeile das Ganze eben auch liegt. Genau, also es ist wirklich hochgradig was für den Kopf, sage ich mal, zum Roombrain, was möchte ich machen? Dann natürlich klar, diese roten Plättchen, da gibt es auch viele verschiedene von. Da muss man auch gucken, wann gibt es welche Siegpunkte, gibt es in welcher Runde, auf was kann ich gehen. Hier unten diese drei Plättchen, die ich hier habe, davon gibt es insgesamt sechs verschiedene. Damit zahlt man Bücher. Mit Büchern kann man diese Aktionen dann nutzen. Also die Clips sind auch nochmal unterschiedlich. Das ist eine Menge an Optionen, die ihr jetzt mehr habt. Auch sehr spannend ist diese runden Plättchen. Am Anfang war es so, man zieht drei runden Plättchen bei Terra Mystica und die sind draußen. Da weiß man ungefähr auch, was im Spiel ist. Hier ist es anders, da ihr nacheinander ja euren Erfolg pickt, ist es so, dass der Erste, der das hier pickt, der weiß denn zum Beispiel gar nicht, welches runden Plättchen noch am Ende des Spiels im Spiel ist, wenn er diese Variante nimmt. Was will ich damit sagen? Angenommen, es gibt sieben Völkertableaus. Da sind halt überall Rundenplättchen drauf. Der erste pickt, der zweite pickt, der dritte pickt. Und wenn er zu viel spielt, der vierte pickt. Und die anderen drei, die noch übrig sind, die fallen raus. Und es ist schon entscheidend auch, welche von diesen Rundenplättchen im Spiel sind. Weil einige geben Geld, einige geben Steine. Und wenn man so ein bisschen auf Geld oder auf Steine aus sind und diese Rundenplättchen sind nicht dabei, dann hat es auch schon wieder so eine Entscheidung, die dann eben Auswirkungen haben können. Von diesen Illustrationen gibt es, glaube ich, 12, die auch jeweils ihre eigene Fähigkeit haben. Der zum Beispiel sagt aus, wenn ihr so eine Machtaktion nutzt, bekommt ihr abhängig von der Spielerzahl Siegpunkte. Ja, so ein Siegpunktgenerator, den er mitbringt und er geht in der, ich glaube, in der Forschungsleiste oder so, bei 2 nach oben. Also es ist wirklich schon sehr viel Option. Uns hat es sehr gut gefallen, aber wir haben auch gleich im ersten Spiel, glaube ich, 4,5 Stunden gespielt, zu dritt. War also nicht ganz ohne. Das muss euch bewusst sein, dass die Spieldauer zur normalen Terra Mystica wahrscheinlich nochmal nach oben geht. Spielspaß ist vorhanden, es ist super interaktiv, so wie immer, auch wie das alte Terra Mystica auch. Es ist halt eben eine höhere Downtime zu erwarten, vor allen Dingen am Anfang. Wenn ihr damit zurechtkommt, dann ist das Spiel auf jeden Fall für euch. Und wenn ihr sowieso Terra Mystica Gaia Projekt sehr zu schätzen wisst, dann seid ihr, denke ich mal, bei dem Spiel auch an richtiger Stelle. Zumindest ist das erstmal mein Ersteindruck. Ein paar Partien brauchen wir natürlich nochmal, um zu gucken, wie sich das Ganze dann nochmal anspielt. Es hat natürlich durch diese verschiedene Konstellation zwischen Tableau und Charakter natürlich einen extrem hohen Wiederspielwert, weil jedes Mal die Kombination ja auch anders ist, was halt das Ganze hier nochmal sich auf einem sehr hohen Level bewegt und mir besonders gut gefällt. Okay, das war es erstmal. Ich bin wirklich überzeugt. Vielleicht ist es denn so ein Spiel,
kristallisiert sich vielleicht raus, dass man vielleicht auch nur zu dritt spielen sollte. Einige spielen das vielleicht dann nur zu zweit. Ob das für fünf ist, müsste man natürlich auch nochmal gucken. Aber ja, erster Eindruck erstmal sehr gut. Okay, dann hoffe ich, das kleine Video hat euch ein bisschen einen Einblick gegeben. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Alles Gute.